Was gefällt dir an diesem Hansetag am besten? Die Gastfreundschaft, die wir hier erleben, die ist sprichwörtlich. So viel Publikum, wie man hier auf dem Hansemarkt erleben kann, ist eher selten. Das Allerleukste ist, alle Kulturen, alle Menschen laufen hier durch elkaar heen. Ich finde es ganz toll, dass alles sehr fußnah ist, also dass man keine weiten Wege hat. Und ganz besonders, dass es den Hansemarkt gibt, wo alle Hansestädte sich präsentieren. Meeting people. And I also like the young people getting together. And that is the most important thing. Because unfortunately, if people don't understand each other, then you know wars start. This stuff doesn't it? You know, but if you know each other, it's a different matter. Ganz viele Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Städten und Ländern und es ist einfach ein super Austausch zwischen den Städten. Das ist richtig cool. Mir gefällt an diesem Hansetag am besten die Stadt. Die Stadt an sich ist einfach ein riesiges Gelände. Die unterschiedlichen Sprachen. Und die vielen Menschen. Dass ich mich in dieser Stadt vor allem thuis fühle, omdat es auch eine historische Stadt ist. The city of Gdansk, we don't have such a nice environment since we have the city of Brno is badly hit by the war. So that we enjoy every city what really looks like Hanseatic city. We don't look like too much as a Hanseatic city. That's a pity though, but we still are pretty. as you see on the picture. Mir gefällt es sehr gut, dass hier so viele verschiedene Städte sind und wir einen super Eindruck bekommen, was die anderen Hansestädte auszeichnet und wir uns auch vernetzen können mit Kollegen und Kolleginnen. This Hanse Market is a great place. Lots of people, young people, families and good feeling. Gute Stimmung. Det jeg liker mest i år, det er egentlig å møte andre som jobber her på Hansa-markedet. Og det er skikkelig mye samarbeid mellom oss. Det er veldig mye solidaritet, veldig mye utveksling, så det er kjempegøy. Ich finde Danzig ist einfach eine tolle Stadt. Ich dachte schon, dass es sehr schön ist, aber ich bin mega beeindruckt von Danzig. Also das ist der Austausch, das Klönen, die anderen Städte kennenzulernen, ja, einfach einmal im Jahr immer die Leute wiederzusehen, zu fragen, wie es so geht. Wir haben nochmal wieder miteinander festgestellt, dass die Herausforderungen, die manchmal so ganz groß erscheinen, tatsächlich gar nicht so groß sind, weil sie überall in den Städten, egal wo sie gerade sind, ähnlich vergleichbar sind. Und das schweißt einen zusammen. Und das hat mich ein bisschen beruhigt, dass wenn ich nach Lübeck zurückfahre, an der Stelle ich sagen kann, eigentlich ist die Welt gar nicht so schlimm, wie wir alle glauben. Ach, Hansa to jest kapitalna historia. Dlaczego? A dlatego, że to jest takie wspaniałe zebranie ludzi z różnych kultur. Połowa Europy się zjeżdża, cały basen Morza Północnego i Bałtyku. All the mix of people and cities from different countries and cities, that is the perfect mix.